Was geht, Leute, von heute? Mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video möchte ich euch mal ein bisschen in das Spiel Battlefield 2042 hineinführen. Denn die Vorbesteller der Gold-Version und aufwärts können natürlich, beziehungsweise konnten das Spiel jetzt schon seit dem 12.11. zocken. Das habe ich auch gemacht. Und ich dachte mir, ich zeige euch erstmal einfach eine entspannte Runde, damit ihr euch das Game mal so ein bisschen angucken könnt, bevor ihr euch das holt. Das hat noch einige Probleme auf jeden Fall, aber da spreche ich dann auch nochmal drüber. Also viel Spaß mit dem Video, Leute. Gut, dann gehen wir mal eine Runde rein und zeigen euch das Game mal, so wie es gerade aussieht. Ne? Weil, wie gesagt, da sind einige Problemchen noch am Start und ich weiß nicht, ob die so schnell behoben werden. Manifest. Ja. Ist eine gute Map. Ist okay. Gucken wir mal, was wir da reißen können. Ich bin bereit. War ja auf dem Everest. Seitdem ging es immer nur bergab. Boah, war der Spruch schlecht. Meine Fresse, war der schlecht. Alter, also die Sprüche, ich weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat, aber die sind wirklich... Die Freiheit Singapurs ist entscheidend für die internationale Stabilität. Die Menschen dort brauchen unseren Schutz. US Marines wollen den Hafen einnehmen. So, Nightbird Action. Da muss man echt schnell sein am Anfang. Jetzt muss ich direkt am Anfang auf feindliche Luftfahrzeuge achten, weil da sind manchmal richtige Säcke dabei, die direkt in den gegnerischen Spawn, also sprich in unseren jetzt, reinfliegen, nur um die Helis zu geiern. Wenn ich das mache, werde ich da immer schon von 100 Stingern verfolgt. So, hoffentlich wurden... meine Ausrüstung nicht zurückgesetzt, aber es sieht gut aus. Der Skin ist drauf. Das ist nämlich auch manchmal ein Problem, dass die Aufsätze einfach zurückgesetzt werden, was sehr, sehr stressig ist. Also, schauen wir erstmal. Die sind hier alle schon fleißig am nach vorne fliegen. Wir haben zwei Jets in der Luft. Das ist eigentlich ganz gut. Da ist einer. Der fliegt auch sehr hoch. Und da ist ein Jet. Und der schießt auch in meine Richtung, oder? Ah, und da ist ein Nightbird. Gegen den anderen Nightbird. Dem können wir mal helfen kurz. Komm, hol ihn dir. Ja, der ist schon mal weg. Sehr gut. Dann haben wir schon mal einen weniger. Und da ist auch noch einer. Zwei sogar. Scheiße, sind das zwei. Das sind zwei Apaches. Das wird schwierig. Einen muss ich holen, safe. Einen haben wir. Und den anderen muss ich auch noch holen. Der ist da vorne. Wird auch schon angegangen. Aber das muss ich den Jets lassen. Die machen jetzt hier gerade wirklich gute Arbeit. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Unsere Truppen greifen Delta 1 an. Er ist schon am Qualmen. Jetzt habe ich überhitzt, das war nicht so gut. Ja, das sollte ich aber gewinnen, ja. So, dann haben wir die Luftbedrohung erstmal ausgeschaltet. So, jetzt kommt der Stinger-Teil nämlich. Jetzt sind nur noch die Stinger problematisch. Haben wir hier oben auf dem Dach wen? Nee, da ist ein Panzer. Map ist halt auch wieder so super regnerisch. Ich glaube, ich gucke mal lieber erstmal bei B2. Da sind zwei Panzer, das hat drei Panzer. Das ist halt nicht so geil. Wir gehen erstmal hier hin. Hier haben wir auch schon ein paar Gegner gesehen gerade. Versteckt er sich jetzt, oder was? Ah, da ist einer, der springt da jetzt runter. Mit dem Wingsuit. Den holen wir uns aber. Den auch. Oh, das Aim war ja gerade richtig beschissen. So, wie sieht es in der Luft aus? Luft clear. Bis jetzt noch, ja. Ah ja, jetzt kommen die Stinger, die ersten. Gern wissen von wo. Sehe ich jetzt halt leider nicht. Mal kurz hier ein bisschen ausweichen. Wir haben
weil ich jetzt nicht wusste von wo, sonst könnte ich ihn direkt angehen. Am besten ist eigentlich immer bei C und D rumzufliegen, weil ich da das Schiff als Deckung habe. Hinter mir ist jetzt keiner. Das ist ein Apache. Ne, das ist kein Apache. So eine Art Avenger. Den werde ich mir aber auch mal eben pflücken. Direkt mal erstmal von der Range. Darauf achten, dass ich nicht überhitze. Und das hat sich jetzt, ja, da hat sich jetzt jemand anders gegönnt. Boah, hier ist richtig was los. Einfach keinen Kill. Jetzt nur einen Kill. Auch wieder gucken. Das war, glaube ich, ein Heli. Oder? Ne, das war wieder ein Stinger. Okay, da oben ist einer. Den muss ich holen. Sonst wird es stressig. Ist der abgestürzt? Digga, der ist mal mit Vollkaracho ins Wasser rein, ne? Ja, perfekt. Den noch von irgendwem abgeschossen. Ist hinter mir wieder was? Ne, da ist der. Der hält aber gut aus, Alter. Jetzt habe ich den Soundbug. Ich schieße gar nicht mehr, aber der Sound sagt, ich würde noch schießen. Und den Kill habe ich auch nicht bekommen. Warum auch immer. Perfekt. Ja, das war wieder richtig geil hier. Ich habe auf der Map halt noch nicht ganz so raus, wo es hier richtig abgeht oder wo hier der beste Spot zum Heli farmen ist, sage ich mal. Der verzieht sich jetzt. Oder ist er tot? Nee. Jetzt haben wir Charlie. Jetzt muss ich wieder in die Luft gucken. Ist niemand. Ich glaube, hier geht auch einiges. Die Map ist halt immer sehr, sehr nervig, weil sie auch so regnerisch ist. Ah ja, von dem wurde ich gehackt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der das war. Die haben hier halt auch unheimlich viele Deckungsoptionen, ne? Die können sich hier die ganze Zeit verpissen, immer wieder. Meistens sind bei den Feindbasen direkt ist nicht so viel los, sondern immer an diesen Hotspots hier oben, ne? Aber hier kriege ich halt auch die meisten Stinger ab. Das ist halt auch so ein Problem. Das, was ich jetzt gerade mit am meisten zerstört habe, sind einfach gegnerische Helis. Er hätte mir jetzt gerne geholfen. Hat er ihn noch resten können? Nee, ich glaube nicht, oder? Boah, da sind richtig viele. Und das waren die Stinger, die gerade auf mich geschossen hat. Und den Heli muss ich jetzt holen. Oh, komm. Ah, scheiße. Jetzt werde ich von den Stingern von unten abgeschossen. Jetzt habe ich das Reparaturmodul. Damit kann ich kurz noch reparieren. Jetzt muss ich hoffen, dass mein Buddy da oben gewonnen hat. Nee, sieht schlecht aus. Ich muss ihm helfen. Oh, er hat's geschafft. Sehr gut. Konnte ich ihm wenigstens ein bisschen helfen. Vielleicht. Ja, wie der da runter segelt, ne?
noch einer. Der hat irgendwie anders gestingert gerade. Muss echt immer so ein bisschen schräg ansetzen. Dann trifft man auch. Wieder nach hinten gucken. Da ist ein Jet. Aber kein Heli gerade. Das ist einer meiner Helis. Da werde ich wieder von irgendwem gestingert auf dem Boden. Ich sehe gerade gar keinen hier. Da. Ja, der ist tot jetzt. Jetzt kriege ich wieder eine Hackerwarnung. Da kann ich dann auch nichts machen. Nicht mal schießen. Einfach gar nichts. So, wieder nach oben schauen. Da kommt jetzt ein Heli. Da ganz hinten aber erst. Der ist noch nicht gefährlich. Jetzt wurde ich hier wieder abgelenkt. Ist das der Heli gewesen, der mich abgeschossen hat? Seht euch die Raketen an, Alter. Wie krass die hinter einem herfliegen. Und das sind nur die normalen Stinger-Raketen. Einfach nur Teile deaktiviert, aber keinen gekillt. Oh. Das ist nur ein Köter. Jetzt muss ich hier nochmal drehen. Jetzt kommt ja wieder einer mit einer Stinger. Das muss ich erstmal abhauen. Verfolgt? Nee. Wieder einen leckeren Soundbug. Auch wieder richtig gut. Das ist nur... Ah, shit. Den habe ich nicht gekillt. Boah, Digga, das Drehen dauert auch immer so lang. Jetzt ist er tot, ne? Oder ist das nur Munition? Nee. Er lebt noch. Er hat noch gelebt, der Bruder. Das ist wieder nur sein Köter, glaube ich, ja. Assist bekommen. So, jetzt gucken wir wieder nach oben. Da ist nichts. Ich werde wieder gehackt. Ah, jetzt. Jetzt werde ich hier abgeschossen. Und ich kann nicht mal zurückballern. Digga, was? Rausgeschossen. Warum zieht er denn bitte die Flares? Ist er dumm? Für den. Es gibt noch Punkte, wenn ich den kaputt mache. Die 50 EP nehme ich mir noch mit. Den fetten muss ich mir auch holen da. Noch viel weiter vor aim, so wie es aussieht. Den kann ich mir noch gönnen. So. So, wie sieht's aus? Ist hier noch was unterwegs? Nee, da vorne aber. Und nochmal zwei mitgenommen. Den nehme ich auch noch mit. Ich muss die Empfindlichkeit, glaube ich, nochmal ein bisschen hochstellen. Oh, ah, das sind diese Smart-Granaten. Hier werde ich jetzt auch nochmal angreifen. Dreh dich. Wo ist der? Da unten. Der verpisst sich da rein. Achso, das ist jetzt einer von uns. Ist gar nicht so dumm, den mitzunehmen. Schade, ist schon tot. Ist auch schon tot.
Jetzt werde ich angestingert. Der war close, der war sehr, sehr nah. Doch, wie sieht's aus? Hinter mir irgendwas? Ja. Das fette Ding hier. US-Kampfverbände haben Bravo 1 angegriffen. Shit. Oh, jetzt ist er natürlich wieder kaputt. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Weil so weit oben schon raushauen ist nicht so geil. Ja, da kommt das Dinger von unten. Konnte ich jetzt mit dem Repair-Tool noch ein bisschen entgegenwirken. Ah, und jetzt kommt da noch eine Smart-Granate angeflogen. Gott sei Dank ist es nur eine Smart-Granate, sonst hätte ich nämlich jetzt ein fettes Problem gehabt. Jetzt muss ich mich hier irgendwie verstecken. Bis meine Flares wieder da sind. Okay, die ist wieder da. Kann ich nochmal Repair-Tool einsetzen. So, chillt da noch einer? Nee. Okay, dann gehen wir da. Dann geht's wieder hoch. Gucken nochmal, was hier ist. Hier ist nochmal Party. Habe ich beide? Ja, ich habe beide. Lebt da noch einer? Nee. Den sehe ich nicht mehr. Den haben wir gesnackt. Oh, jetzt kommen die Lecks. Sehr schön. Aber den habe ich trotzdem noch geholt. Alter, jetzt leckt das hier wieder rum. Ja, das meine ich. Das ist halt richtig scheiße. Auch hier jetzt. Jetzt habe ich gerade die Lecks. Ich könnte die so schön wegholen. Jetzt muss ich mit Raketen schießen. Oh, bitte auf zu lecken. So, jetzt muss ich wieder hochschauen. Da ist noch einer mit dem Wingsuit lang. Oh, sehr schlau. Jo, was war das denn jetzt? Und nach hinten gucken? Nee, kein... Also die Jets machen richtig gute Arbeit, ey. Die gucken, dass da wirklich niemand in der Luft ist. Deswegen habe ich auch wenig Probleme mit anderen Helis gerade. Ah ja, da ist ein Fahrzeug. Die sind auch immer geil. Oh, ich glaube, da hat irgendwer anders aufgeräumt gerade, ne? Ist hier noch was? Hier ist jetzt wieder ein Fetter. Ich könnte den holen. Ah, shit. Da habe ich veraimt. Den Bruder habe ich nicht getroffen. Die auch laufen, ne? Ja, dann haben wir assisted. So, da ist ein. Den muss ich holen. Das wird nämlich sonst sehr, sehr doof. Den muss ich auch vorher schon anhitten am besten. Oh, der ist schon gut angehittet. Ja, der ist schon weg. Das ist eine Smart-Granate, die mich verfolgt. Das merkt man daran, wenn man direkt verfolgt wird von den Dingern. Und keine Erfassung hat vorher. Nehmen wir den noch mit. Habe ich nicht gekillt. Da muss ich ja aber noch mal mich umdrehen. Ah. Jetzt haben wir ihn. Jetzt gucken wir noch mal hier oben hin. Da habe ich jetzt gerade noch ein, zwei gesehen. Oh. Ja, das ist wieder nur ein Smart-Ding. Die können aber auch Schaden machen. Sogar recht gut. Ja, sehr klug. Der wurde mir wieder geklaut. Oh, den muss ich holen. Da vorne. Eindringlinge bei Schuss 2.
nah ranfliegen. Und der wurde mir wieder gesnackt. Aber egal. So leisten wir wenigstens ein bisschen Vorarbeit, ne, für die Jets. So, ist jetzt hier jemand? Manchmal chillen die hier vorne. Aber hier sehe ich jetzt gerade keinen direkt. Deswegen fliegen wir mal direkt weiter. Hm, habe ich jetzt nur das Fahrzeug zerstört. Jetzt muss ich wieder nach hinten gucken, ob ich verfolgt werde. Ah, das ist auch so behindert. So, Repair Tool. Das ist kein Heli, der mich verfolgt. Das ist eine Stinger. Dann muss ich mich jetzt hier hin verpissen, damit ich mich kurz... Ich habe auch kein Repair Tool als Secondary oder als Gadget. Ich könnte jetzt natürlich, oder das wäre klüger gewesen, dass ich das jetzt als Gadget noch auswähle, zusätzlich, damit ich mich schneller reparieren kann. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht. Das habe ich eigentlich fast nie. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Aber egal. Könnte man natürlich noch als Verbesserungs... Vorschlag so nehmen. Bin gerade am Verlieren, das ist halt nicht so geil. Ihr Vorteil wird immer größer. Erobert die Ziele zurück. Man darf sich auch nicht so lange an einem Spot aufhalten, weil sonst werden die ein bisschen sauer. Oh, der wollte mich gerade stingern und wurde gesniped. Perfekt. Ja, ist wieder so eine Smart-Rakete. Jetzt sieht man sie mal ganz gut. Smart-Rakete, Smart-Granate. Aber ich habe keinen Bock mehr, von der Schaden zu fangen. Da war jetzt gerade noch ein Heli in der Luft irgendwo, habe ich gesehen. Da. Müssen wir auch wieder wegholen. Ist wieder nur eine Smart-Granate. So, wieder. Okay, er ist ausgesprungen. Und hat auch noch einen Wings zu. Nein, doch nicht. Egal. Egal, ich habe ihn noch. Und ich habe auch leicht den Boden geküsst. Der hat gerade meinen Kollegen erledigt. Ich weiß nicht, wo der ist. Hat er das jetzt echt überlebt? Immer erst, wenn Rakete im Anflug steht, ballern. Wie der da hinter mir hinterher brettert, die Rakete, ich fass es nicht. Ach, als ob. Der hatte Panzerplatten an, deswegen ist er nicht gestorben. Muss ich wieder weg. Jetzt wollen die mich nämlich hacken und dann stingern. Das ist auch eine miese Taktik. Dann kann ich nämlich, glaube ich, keine Flares ziehen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, aber ich meine, so ist das. Haben wir gerade mal gut reingeknallt hier. Na, jetzt kommt wieder Stinger-Action. Gehen wir doch mal wieder weg, weil das ist das nämlich, wenn man zu lang um ein Ziel kreist, dann fokussieren die sich zu krass auf einen. Den habe ich gesehen, den können wir mitnehmen. Genauso wie den. Na, Mist. Oh, oben auf dem Tower ist einer. Den will ich noch haben. Ja, shit. Nehme ich den. Perfekt. Noch zwei Kills mitgenommen. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Runde, oder? 60-0. Kann man mal machen. So, das war es erstmal von dem Gameplay und der ersten Einsicht für euch. Ich habe entschieden, diese Art von Video doch erstmal auf dem Hauptkanal zu bringen, einfach um euch auch mal was anderes zu zeigen als GTA, sodass man euch vielleicht auch noch an andere Spiele ranführen kann, an denen ihr Interesse entwickeln könntet. Mir persönlich macht Battlefield ziemlich viel Spaß gerade, auch wenn es noch ziemlich viele Fehler hat momentan, aber ich hoffe, die werden noch behoben. Und gerade bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich überhaupt nicht aus der Battlefield-Szene komme. Ich habe nur damals Battlefield 4 gespielt und dennoch hat mich das Game sehr, sehr gepackt.
Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch dann auch so, aber das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war natürlich noch kein Profi-Gameplay, absolut nicht, aber eine entspannte Runde, sage ich mal, für jemanden, der nicht aus der Battlefield-Szene kommt. Auch noch ein bisschen casual, aber so ist das halt am Anfang von Spielen, ne? Deswegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video dann. Ciao, ciao.